Aber ganz kurz, Ralf, was mich interessiert, was hast du eigentlich am Wochenende gemacht? Du, schön klassisch Augensex. Augensex? Ja, Jan, Augensex mit meinem Snapquad. Was heißt was? What? Junge, gib dir deinen McLochie-Mindfuck oder prankst du ödlich mich hart von hinten durchladen? Da können wir im Swaggonauten nur müde drüber abroffeln. Hashtag belastend. What? Ich repeate es nur noch einmal. Dein Litfaktor flight gar nicht, Instafit, bruh. 99% cringe bei Betrachtung deiner Larryhaftigkeit. Mann, Jan. Wir sollen doch jugendaffiner werden. Stichwort junge Zielgruppe. Ja. Wer die erreichen will, muss auch talken wie die. YOLO. Nee. Ich hab gedacht, du hast dir was eingefangen bei diesem Bento. Genau, Bento. Die Nachrichtenseite für alle, denen Jodel ein kleines bisschen zu seriös ist. Tun Sie nicht so, als hätten Sie noch nie heimlich auf einen Bento-Link geklickt. Auf bento.de gehen ist wie seinen Penis in eine lauwarme McDonald's-Apfeltasche stecken. Jeder hat schon mal gemacht, aber keiner gibt es zu. Habt ihr doch alle schon mal gemacht, oder? Ist auch egal. Es geht um Bento, das Prestigeprojekt des deutschen Einhornjournalismus. Garniert mit geckigen GIFs und geisteskrankem Feed. Der Ort, an dem die wichtigsten journalistischen Fragen geklärt werden. Kannst du so schnell laufen wie ein Schwein? Wissen Sie die Antwort? Bento ist das Geilste, was es zurzeit im Internet gibt. Neben Darknet-Waffenhandel, der Erotikseite Apfeltaschenhub.com und unironischen Selfies von Bülent Ceylan. Aber wo kommt Bento, die Website gewordene Schulklotür, eigentlich her? Wer ist die unheimliche Macht hinter Bento? Die Antwort auf diese Frage ist ein kleines bisschen so wie Harpe Kerkelings Schlagerplatte. Jeder kennt sie, aber man versucht, so gut es geht, sie zu verdrängen. Oh, Herzen haben keine Fenster und niemand sieht hinein. Bento ist das kleine Knuddelbaby des Spiegel-Verlags. Für die Jüngeren, der Spiegel-Verlag, das ist der Verlag, der einmal die Woche das langweilige Spiegel-Daily-Segment auf Spiegel Online ausdruckt und für 5 Euro am Kiosk verkauft. Die Älteren wissen, der Spiegel war früher mal Deutschlands wichtigste politische Wochenzeitschrift und dient heute vor allem als eine Art Journalistentagebuch, in dem etliche Kommentarwindbeutel ihre gescheiterte Ehe verarbeiten dürfen. Doch mit diesen alten, verstaubten Printmedien hat das überfresche Hippie-Dippie-Bento gar nichts mehr am Hut. Pardon, an der Snapback. Nein! Der Spiegel Verlag lässt bei Bento endlich mal die jungen, coolen Recherche-Hipster mit ihren Swagboards und Matcha-Mandel-Lattes an Steuer. Wie ist Bento entstanden, fragen Sie sich. Ich sag's Ihnen. 2015 trafen sich die coolsten Typen des Spiegel Verlags zu einem großen Brainstorming im Spiegel-Headquarter an der Erikus-Spitze. Laut Bento.de-Recherche ein schlaues Wort für Eichel. Gemeinsam hatte man dann nach 12 Mixery Vodka Energy eine Weltidee, die auch schon ein paar andere hatten. Z von der Zeit, jetzt.de von der Süddeutschen, Biu von der Bild, dann Neuss von der Bild und natürlich nicht zu vergessen Pornhub von der Weiß. Blöd, blöd für Bento. In Deutschland gibt's mittlerweile mehr Jugendportale als Jugendliche selbst. Eines haben diese hochprofitablen Internetplattformen übrigens gemeinsam. Sie sind im Grunde genommen wie die angerostete Originalversion, die Zeitung für Erwachsene, nur halt in unseriös. Und sie haben alle ein gemeinsames Ziel. Ja, also chillen einfach auch. Aber es geht vor allem darum, die junge, coole Netzgemeinde einzufangen, zu schnappen, sie süchtig und gefügig zu machen für Klicks, Likes und Shares. Und im besten Fall bleibt zufällig oder mit Zwang einer von diesen jungen neuen Lesern an den Printprodukten kleben und springt ein kleines bisschen was für die Omas und Opas aus der Offline-Welt heraus. Bento soll jungen Menschen Lust auf Journalismus aus dem Hause Spiegel machen. Das ist in etwa so, als würde man, um die Jugend wieder an Gott und die Kirche heranzuführen, einem Pfarrer ein T-Shirt mit der Aufschrift Bitch anziehen und ihn sowas machen lassen. Jesus, oh well, Jesus, oh well, Jesus, du bist wunderbar. Tauf mich. Das lockt die Jugend in die alten Institutionen. Und von allen jungen Plattformen alter Zeitungen hat Bento übrigens den dicksten Pimmel im Kinderpuff. Bento hat circa 4-mal so viele Nutzer wie die anderen. Durchschnittlich 3,6 Millionen unique User pro Monat. Tja, liebe Bento-Redakteure, mach mal ganz schnell die Hose wieder zu und leg die Grapefruit zur Seite. Bento ist zwar bei den Klickszahlen ganz oben, aber im Spiegel Verlag ganz unten. Wir sagen manchmal, wir wohnen im Keller vom Spiegel Verlag. Das stimmt nicht ganz. Wir sitzen
ganz unten, falls uns mal jemand besuchen möchte im Erdgeschoss. Manchmal kommen auch Touristen vorbei, die denken, dass hinter dem Gebäude noch was Tolles kommt, aber eigentlich ist da nur schmuddeliger Schlamm. Schmuddeliger Schlamm. Bento, das ist kein schmuddeliger Schlamm im Bento-Keller, aber vielleicht auf der Internetseite. Aber ist auch egal, wer ganz, ganz genau durch die Spiegel-Kellerfenster guckt, entdeckt noch andere interessante Sachen. Und damit meine ich nicht einen Schrank voller Pons-Jugendsprache-Wörterbücher, sondern das hier zum Beispiel. Sie fragen sich vielleicht, warum hat dieser süße Kugelfisch einen Bart und eine Brille auf? Das ist der Bento-Redaktionsleiter Ole Reismann. Redaktionsleiter Ole Reismann. Nicht zu verwechseln hiermit, das ist die Bento-Redaktionsleiter, der einzige Fluchtweg raus aus dem Bento-Keller. Der Redaktionsleiter Ole kümmert sich bei Bento um alles und insbesondere um Nachwuchsförderung, angemessene Arbeitsverhältnisse und langfristige journalistische Perspektiven. Natürlich auf Twitter. Bento sucht einen Newsredakteur. Ab sofort. Erstmal 3 Monate. In Hamburg. Keine dpa-Tickerei. Viel Internet, nettes Team. Große Bühne. DM. Das DM steht übrigens für Deine Mutter schämt sich für dich, wenn du dich darauf bewirbst. Nach so einem Tweet beißen natürlich nur die besten Leute an. Denn wir alle wissen, bei Twitter weiten seit Jahren Millionen jugendliche, hippe A-Liga-Journalisten darauf, endlich bei Bento durchstarten zu können für 3 Monate. Würde Spiegelgründer Rudolf Augstein noch leben? Ich bin mir sicher, bento.de wäre sein liebstes publizistisches Baby, gleich nach Jakob Augstein. Es ist kein Vaterschaftstest nötig. Bento ist Rudolf Augsteins Lebenswerk, aufbereitet für die Generation Hauptsache Alessio geht's gut. Die Fortführung des Spiegel-Spirit ins Internet. Der Spiegel übrigens, falls Sie es vergessen haben. Deutschlands bedeutendstes Nachrichtenmagazin. Der Spiegel zeichnet sich durch gründliche Recherche und verlässliche Qualität aus. Er steht in Deutschland für investigativen Journalismus. Politisch unabhängig, niemandem verpflichtet. Und für all das steht Bento natürlich auch. Und Bento ist mindestens genauso investigativ wie der Spiegel. Immer wenn es brenzlig wird, schicken wir unsere jüngste Mitarbeiterin los. Das ist Sophia. Zu dem Zeitpunkt noch 23 und wenn es dann irgendwie hart auf hart kommt, muss sie mit dem verheirateten Mann ins Bett. Das ist investigativ. Das ist so cool wie eine alleinerziehende Mutter, die auf dem Worpsweder Stadtfest zu Losing My Religion von der R.E.M. Coverband alleine mit dem Glas Bärenhugo über die Tanzfläche schiebt. Der wichtigste Bento-Reporter ist übrigens dieser hier. 1, 2, 3... 4, 5. Der Bento-Chefreporter, was der so alles schreibt. 9 Beispiele, warum Harry Potter politischer ist, als du denkst. 10 Gründe, warum Kollegen die besten Freunde sind. 11 Dinge, die du noch nicht über Martin Schulz wusstest. 12 Dinge, die du brauchst, wenn du 30 wirst. 13 Gründe, warum es in Sachsen wirklich schlimm ist. Also, mir fällt nicht mal ein einziger Grund ein, warum es in Sachsen schlimm ist. Licht am Fahrrad, Licht am Fahrrad, Dynamo! Ah, Bento. Oder wie man es in der Spiegelkantine hinter vorgehaltenem Presseausweis nennt, Reismanns Liste. Bleiben Sie dran, liebe Bento-Fans, und erfahren Sie 99 Gründe, warum diese zynische Bildmontage geschmacklos, aber nötig ist. Bento, meine Damen und Herren, macht Inhalte für den kleinsten gemeinsamen Nenner. Für den Slow Ole from the very, very, very last row. Da sind die großen Themen des Tages dabei, über die man auch sonst stolpert, weil man die Straße längs läuft und eine große Zeitung auf der Titelseite hat oder weil es in den Fernsehnachrichten läuft oder weil man im Betrieb oder an der Uni oder an der Schule von Leuten darauf angesprochen wird, weil es alle gerade irgendwie bewegt oder weil alle gerade drüber reden. So ist es, Ole. Bento ist die Internetseite für Menschen, die auf der Straße über Themen stolpern. Hoppala, hoppala, wieder über ein Thema gestolpert. Hoppala. Das Motto von Bento, Schlauheit, jetzt auch für Doofe. Powered by Spiegel. Mit interessanten journalistischen Ansätzen wie diesem hier. Warum Menschen jetzt unter der Dusche Orangen essen? Bleiben Sie stark, klicken Sie bitte nicht drauf. Auch bei Themen wie zum Beispiel diesem hier. Nicht klicken, bitte. Es gibt jetzt einen Anti-Abspritz-Sticker. Probieren bloß nicht aus. Klicken Sie nicht drauf. Bitte nicht draufklicken. Auf keinen Fall, auch auf sowas nicht. Schaffst du alle Fragen im Böhmermann-Quiz? Ich hab nicht alle geschafft. Und Sie fragen sich zu Recht, wer klickt auf so einen Scheiß?
Jung, urban und gebildet. Menschen, die zwischen 18 und 30 Jahre alt sind und deren Zuhause das Internet ist, sind die Zielgruppe von bento.de. Und so stellt man sich bei Bento und im Spiegel Verlag diese Menschen vor. Das ist ganz wichtig. Auch bei Bento, trotz peppiger Themen, wird die journalistische Unabhängigkeit bewahrt. Kritisch bleiben und vor allem glaubwürdig. Man ist ja immer noch ein Kind des Spiegel. Und darum versohlt Bento-Chef Ole bei Twitter natürlich unsere langjährige, treue Neo-Magazin-Zuschauerin Lena dafür, wenn sie im Internet versteckte Werbung für die Telekom macht. Schön geil Influencen gegen Netzneutralität. Ja, diese Lena, die müsste man wirklich abschieben, zum Beispiel nach Irland. Das ist ein schönes Land, das habe ich letztens bei Bento gelesen. Aber ganz kurz, was hat denn dieser dünne grüne Rahmen da zu bedeuten? Können wir vielleicht mal ganz kurz, da steht was Kleingedrucktes, zieht das mal ein bisschen größer. Ah ja, Sponsored Post. Moment mal, das ist gar kein redaktioneller Bento-Artikel, sondern Werbung. Scrollt doch mal wieder ganz nach unten. Ah ja, da steht's doch. Werbung für Whisky verkleidet als Bento-Artikel über Irland. Du, Ole, ich habe das Gefühl, du machst ja das gleiche schlimme Zeugs wie die Lena. Aber wir sagen es niemandem weiter, dass sich bei Bento Werbekunden mit ihren Marken und Produkten in ein fertig gemachtes Bett legen können. Native Advertising ist eine Spezialität von Bento. Steht auch im Kleingedruckten. Inszenieren Sie sich als Absender eines redaktionellen Artikels, um so einen besonderen Zugang zu Ihrer Zielgruppe zu erhalten. Der Bento Content Manager bereitet ein abgestimmtes Themenumfeld zielgruppengerecht und im Look and Feel von Bento auf. Die Artikel erscheinen im Bento Layout. Cool. Von einem Artikel über Liebeskummer ist es bei Bento nur ein kleiner Klick zu, na genau, Autos von Mercedes-Benz. Jeder würde sofort daran denken. McDonald's, Vapiano. Es gibt nichts, wozu Bento nicht noch ein passender Begleitartikel einfallen würde. Aber warum auch nicht? Die Herausforderung ist eben zu zeigen, dass das Internet so viel mehr sein kann als staatliche Überwachung und vielleicht auch Konzernprofitinteresse. Genau. Genau. Deshalb reißt Bento die Look- und Feel-Mauer zwischen redaktionellen Inhalten und Werbung einfach gleich ganz weg. Obwohl wir alle wissen, was passieren kann, wenn so eine Mauer nicht mehr da ist. Was sagt eigentlich das deutsche Presserecht zur Werbung, die als journalistischer Beitrag getarnt wird? Und die Oscar goes zu William Kohn, meine Damen und Herren. Grandios, unglaublich. Als Presserecht. Beste Hauptrolle. Aber nichts für ungut. Auf der Website erklärt Bento ja, wie man die Trennung zwischen Redaktion und Werbung gewährleisten möchte. Bei Bento trennen wir strikt zwischen Werbung und Redaktion. Das heißt, Redakteure von Bento schreiben nie Native Advertising. Dafür haben wir eigene Mitarbeiter, die wiederum nie redaktionelle Artikel schreiben. Die Werbeartikel schreibt also ein Bento-Mitarbeiter, dessen Arbeit keinerlei Überschneidung mit echtem Journalismus hat. Keine Überschneidung mit echtem Journalismus. Das könnte also im Grunde genommen jeder dieser gut gelaunten Journalistenschulabbrecher sein. Wer ist die arme Sau, die Werbeartikel schreiben muss? Alle? Keiner? Apropos Sau, eine Frage beschäftigt mich wirklich seit 10 Minuten. Kann ich eigentlich so schnell laufen wie ein Schwein? Oder bin ich vielleicht sogar schneller? Müsste Bento mal ein Quiz zu machen? Denn Quizze gibt es bei Bento noch viel mehr als unterbezahlte Emojis mit befristeten Arbeitsverträgen. Wir machen viele Quizze. Ist vielleicht auch schon mal jemandem aufgefallen, der manchmal auf Bento rumhängt. Die sind manchmal Quatsch. Die sind aber ganz oft auch sehr lehrreich. Ja, machen wir doch mal so ein Quiz. Wir wollen ja bei Bento was lernen. Zum Beispiel dieses echte Bento-Quiz. Welcher Bürgerkrieg bist du? Welcher Bürgerkrieg bist du? Was Sie jetzt sehen, ist ein echtes Bento-Quiz mit echten Fragen. Zum Beispiel dieser hier. In deiner Timeline postet der moralisch eifrige Freund Bilder einer Krisenregion. Ab wann entfreundest du ihn? Erstens ein Pickup mit heimlichen Waffenlieferungen, ein Vater, dem Tränen über ein staubiges Gesicht rinnen, Frauen, die an einem Seil aufgeknüpft wurden, Jugendliche, deren Köpfe auf Pfähle gespießt wurden, ein Baby mit abgesprengtem Unterleib, erst wenn Nippel zu sehen sind. Kleiner, ja, Quatsch, aber auch lehrreich. Nice einfach nur. Quizze bei Bento sind Quatsch und lehrreich. Bento nutzt Bilder von Kriegsopfern, um launige Spielchen zu illustrieren.
sehr, sehr gute Idee. Das ist ganz bestimmt der richtige Weg, um junge Leser über die Weltlage zu informieren, oder Ole? Und ich hoffe, wir übertreiben es auch manchmal, denn wir sind ja auch dazu da, mal ein bisschen was auszuprobieren. Genau, mal verrückt sein, übertreiben, neue Ufer erreichen, aus YOLO-technischen Gründen einfach mal der journalistischen Ethik den harten Schwanz hinten reinstecken. Ich find's geil! Aber klar, es gibt da natürlich ein paar Miesepeter. Es gibt da natürlich immer ein paar Miesepeter der Generation Druckerpresse, die es überhaupt nicht lustig finden, wenn man es im Internet immer nur um Ficky, Ficky und Klicky, Klicky geht, wie bei Bento. Wie gehen wir als Branche mit der neuen Macht der Zahlen um? Schreiben wir einen Text neu oder redigieren ihn etwas, weil die in Echtzeit erhobenen Statistiken darauf hindeuten, dass er mit ein, zwei Änderungen, mit einem etwas anderen Spin noch viel mehr gelesen werden würde? Natürlich, Gandalf. Wenn es Klicks bringt, muss man alles ausprobieren, solange man nur unangepasst genug ist. Bento-Style! Einfach mal mit Beatrice von Storch kleine Welpen schießen, weil warum auch nicht? Oder völlig verrückt übertrieben mit Jo Gerner auf Behinderten reiten, während man Micky Krause hört. Nichts, nichts, nichts reimt sich auf Uschi. Man muss doch mal übertreiben, Leute. Warum nicht mal dem Bär sein großes blaues Haus mit Penissen vollsprühen und dabei Lang lebe Detlef die Soße schreien? Lang lebe Detlef die Soße! Triggern, 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 lautet das Paradigma dieser Nacht. Das ist die Zukunft. Direkt aus dem Keller des Spiegelverlages. Zynische Quizze, absurde Listen und notdürftig verhüllte Werbung. A.K.A. Bento. Oder, Ole? Ist das eigentlich, was da irgendwie bei Bento und bei anderen Plattformen passiert, ist das noch Journalismus? Ja, warum soll das denn kein Journalismus sein? Ist doch geil. Journalismus im Internet ist, was gut geklickt wird. Solange die Informationsmaschine bunt blinkt und sich der irische Whisky gut verkauft. Wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir leben? Was wollen wir tun? Genau das wollen wir, Bento-Style. Noch irgendwelche Fragen? Wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir leben? Was wollen wir konkret tun? Wie stellen wir sicher, dass künftig die Maschine dem Menschen dient und nicht der Mensch den Maschinen dient? Meine tiefe Überzeugung ist, durch Journalismus als Werkzeug der Freiheit. Hast ja recht, Hans-Joachim Friedrichs, du elender Spielverderber. Du immer mit deiner Ethik und deinen doofen journalistischen Idealen, du hast ja recht. Gerade wir vom ZDF als öffentlich-rechtliche Anstalt werden ja von der gesamten Gesellschaft bezahlt und sind der gesamten Gesellschaft verpflichtet, gerade dann Alarm zu schlagen und uns zu kümmern, wenn publizistische Schnapsideen im Internet ein kleines bisschen aus dem Ruder laufen. Du hast recht, Galactica vom fernen Stern Axel Dromeda. Wir bei ZDF Neo, dem, wenn man so will, Bento des ZDF, können nur mit Journalismus einer möglichst breiten Öffentlichkeit begreiflich machen, dass Bento jeden Monat 3,67 Millionen uniken Usern, auch in ihrer Nähe, die Hirne zersetzt. Aber, ich meine, was bedeutet Journalismus heutzutage noch? Journalismus bedeutet, unbequeme Fragen zu stellen, unangenehme Wahrheiten auszusprechen, Verdecktes aufzudecken, Licht an Dinge zu bringen, die eigentlich im Dunkeln bleiben sollten. Alrighty, Matze. Dann kommt hier meine unbequeme Frage. Kennst du den einen Grund, warum es niemanden im Spiegel Verlag interessiert, was für eine Scheiße auf bento.de steht, solange die Klicks stimmen? Ja, kenn ich den hier. Weil, und hier spreche ich jetzt die unangenehme Wahrheit aus, Bento ist eine derartige journalistische Insolvenzerklärung. Wenn Sie, liebe Sylt-Urlauber, es auf dem Inselfriedhof in Sylt seit einigen Jahren laut rumpeln hören, das könnte an Rudolf Augstein liegen, der versucht, sich persönlich aus dem Grab zu befreien, um die Bento-Redaktion eigenhändig in der Elbe zu versenken. Kann man in der Elbe atmen? Die Bento-Redaktion hat es ausprobiert. Das Ergebnis ist ein Segen für den Journalismus. Und auch? Auch wenn bento.de eigentlich im dunklen Internet bleiben sollte, es ist unsere gottverdammte journalistische Pflicht, den Quatsch, den Bento jeden Tag im Netz verzapft, ans Licht zu bringen. Wenn man heutzutage eine breite gesellschaftliche Debatte zum Thema journalistische Ethik am Negativbeispiel bento.de anstoßen möchte, dann muss man sich wirklich was einfallen lassen. Natürlich nicht im Internet, das dürfen wir gar nicht als öffentlich-rechtliche Anstalt. Und außerdem hat sich im ZDF keiner Bock, mit diesem mächtigen Chef der deutschen Zeitungsverleger anzulehnen. Das gibt wirklich immer nur Ärger. Wer war das nochmal? Ah, genau, der hier. Ich hab's. Wir bringen unsere Kritik am System Bento in eine völlig neue, revolutionäre Form. Meine Damen und Herren, räumen Sie Ihre Coffee Tables frei. Wir servieren Ihnen den Schwachsinn von Bento ab morgen. Gedruckt, landesweit, auch in Ihrer Stadt, die Printo. Heute Abend,
Heute Abend fahren die Lastwagen los. Mit gedruckten Zeitungen verdient sowieso keiner mehr Kohle. Da wollen die Zeitungsverleger bestimmt, werden nichts dagegen haben, wenn wir das auch ein kleines bisschen machen, wenn sich das ZDF da ein bisschen einmischt in den Meinungsmarkt. Das ist übrigens, das ist kein Witz. Damit sich jeder ein Bild davon machen kann, wie die Content-Revolution des Spiegel-Verlags aussieht, gibt es ab sofort die gedruckte Printo. Da kann das dann auch die ganze Familie sehen. 20 Gründe, warum deine Eltern und Großeltern so komisch gucken. Das große Printo-Arschfick-Quiz könnte einer davon sein. Die Erstauflage liegt bei 50.000. Wir wollen einfach mal ein kleines bisschen an die Grenzen gehen, mal was ausprobieren. Dieser Bento-Spirit. Jetzt auch im Neo-Magazin Royal. Einfach mal was ausprobieren. Sichern Sie sich Ihre Ausgabe der Printo, meine Damen und Herren. Ab morgen, wo erfahren Sie auf, und das ist wirklich noch ein toller Coup, wir haben nicht nur die Printversion der Bento erfunden, sondern gleichzeitig auch noch die Online-Version der Printo. www.printoonline.de. Und folgen Sie auch dem coolen, jungen, unangepassten Printo-Twitter-Account @printoonline. Das ist die Printo. Noch ehrlicher, emotionaler und unfassbar street. Und im Gegensatz zum schmuddeligen Bento in öffentlich-rechtlicher Spitzenqualität und komplett ohne Werbung. Haha, I like!